Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean First Departure. Wir befinden uns in den Ruinen der alten Rasse. Und ja, gehen jetzt durch diese Tür. What is this? In diesen Kristallen sind Menschen. Must be from the old race. So the legend was true all along. Is he dead? If he were in cryostasis, he might still be alive, but no, he doesn't have any vital signs. Hey, look at this! What is it, Millie? Looks like there's a feather folk among them. You see the wings? Eris! Wir haben seine Schwester gefunden. Huh? Eris, how did you end up like this? I've frozen you solid. Hang on, I'm going to save you. Hold it, think a little bit, Yoshua. Her body has no vital signs whatsoever. Even if you got her out of that ice, it's not like you could resurrect her or anything. I know that. I just cannot leave Eris like this. She's my sister. Yoshua, Ronix is right. It'd be best if you just let her rest in peace. So, und hier ist die interessante Sache. Mit dieser Partyaufstellung solltet ihr sie lieber alleine lassen. I know how you must feel, Yoshua. But don't you think it's better to just let her be? All right. But if I ever find that crimson shield, I swear I shall have my revenge for the sake of my sister and my family. Ja, und das ist leider so ziemlich alles, was man hier machen kann. Was ich gerne herausfinden möchte, ist, ob ich jetzt nochmal mit dem Typ... Also ich hatte ja gesagt, als wir bei Foster waren, ging das Gespräch ja von wegen, er hat seine Schwester noch nicht wieder gefunden. Was, wenn wir jetzt mit ihm erst gesprochen hätten? Was, wenn wir jetzt erst da hoch zu ihm gegangen wären und ihn jetzt erst getroffen hätten? Weil jetzt weiß Joshua, was mit seiner Schwester los ist. Würde das das Gespräch verändern? Ich weiß es eben nicht. Und kann man jetzt nochmal zu ihm hingehen? Und ihm sagen, dass wir die Schwester gefunden haben? Oder hat das keinen Einfluss mehr auf irgendwas? Das würde mich halt mega interessieren. Würde sich das Gespräch ändern? Könnte man irgendwas Neues finden? Ich weiß es nicht. Das würde ich gerne herausfinden. Somebody's gonna get hurt real bad. Don't make this harder than it has to be. Warum hatte ich jetzt so viel verloren? Na gut. Okay, ich darf hier direkt nochmal speichern. Es gab aber noch den einen anderen Weg. This ought to be simple. Don't get yourselves hurt. Den will ich mir wenigstens noch anschauen. Den weg selber macht halt Schaden. Ah, okay. Ich sehe schon. Wenn ich den Typen angreife, dann heile ich ihn und mache mir jetzt selbst damit Schaden. Das ist interessant. Okay, ich bin hier lang gegangen jetzt.
Da bin ich hier lang. Ich weiß gerade gar nicht mehr, von wo bin ich gerade gekommen. Also gekommen bin ich insgesamt von oben. Aber um dahin zu kommen, wo ich jetzt eben hingekommen bin, war das jetzt rechts lang oder links? Ich weiß es gerade einfach nicht mehr. War das hier? Ne, hier war es nicht. Gut, hier müssten wir jetzt aber zu dem anderen Ding kommen. Genau. Genau, hier wollte ich noch hin. Pathetic. You're fighting us? Aber gut zu wissen, also gegen Gegner, die ich heilen würde, verliere ich Lebenspunkte. Oder HP. Weil ich heile ihn durch den Erdschaden und das zieht mir wiederum was ab. Das ist eine interessante Mechanik. You may pass, I pray for your victory. Da wird hier unten ein Boss sein. Nehme ich mal stark an. Pathetic. Don't let your guard down. Roar for me, Tiger of the Dragon Slash! Dragon Slash! That made me sleepy. So. Ich bin gespannt. Okay. Oha! Irgendwas Großes Brüllendes kommt. What the fuck are you? An dich kann ich mich an null erinnern. Und ich glaube, es ist nicht so praktisch, gerade da mittendrin reinzulaufen. Ja. War es wirklich nicht. Gut, mal schauen, kann ich mich hinter ihn stellen? Das ist so gerade meine Überlegung. Ja, kann man. Okay, ein Tractor Beam funktioniert auch. So, wie sieht es denn damit aus? Der Dragon Slash geht irgendwie voll daneben. Anscheinend geht das allgemein daneben, solange er diesen Angriff dann macht. Okay, sie hat selber Raze Dead schon gemacht. Ich hätte gedacht, sie hat gerade das Fairy Light gemacht, also dass sie jetzt gerade noch nicht dazu kommt. Boah, ich komme gerade zu nichts. Okay, das zieht auch nichts ab. Oh, verdammt. Oh. Gar nicht gesehen, dass Millie auch K.O. gegangen ist. So. Schön einen nach dem anderen erstmal wiederbeleben. Okay, wir haben ihn. Auch wenn Ilya jetzt leider K.O. geblieben ist. Puh. Wir haben es herausgeschafft, denke ich. Was war das überhaupt? Das war definitiv kein normales Monster. Wahrscheinlich irgendein Relikt der alten Rasse. Vielleicht war es der Schütze von diesem Ort oder irgendwas. Okay, dann schauen wir doch mal, ob wir einen Schatz bekommen, wie die es selber meinen. Spare Usage. Raise Dead. So, dann schauen wir doch mal. Sieht so aus, als würden wir hier Schätze bekommen. Divine Fury SFT. Okay,
Okay, mal schauen, wer das kann. Divine Fury. Er schon mal nicht. Für dich ist das was. Na dann, mal schauen. Okay, nur für Elia, tatsächlich. Wer weiß, was ich da für Angriffe einsetzen muss. Silver Greaves, die anscheinend aber nichts viel machen. Ja, Slicer, den hatten wir auch schon. Steel Armor. Alles Zeug, was wir gerade tatsächlich nicht brauchen. Die Slipper können wir gebrauchen, okay. Gut, dann haben wir tatsächlich alles. Zumindest, was wir hier so kriegen können. Das heißt, die nächste Aufgabe, die wir jetzt machen werden, ist eigentlich nur noch mal kurz zurück zum Speicherpunkt zu gehen. Und dann müssen wir das Ganze hier nicht wiederholen, sondern wir gehen dann nur noch einmal ganz, ganz schnell, so schnell wie ich kann, nach da unten. Und zeigen euch nämlich, was passiert, wenn wir Joshua helfen. Rein theoretisch hätte ich sogar machen können. Das hätte sich nicht viel für mich jetzt geändert, aber ihr werdet dann schon sehen, warum. Und zumal ich an einer gewissen Sache auch interessiert bin. Nämlich, ob sich das irgendwann auch herausstellt, so. Nicht nur durch das Ding. Dann, wo muss ich hin? Ja. Okay, war egal. So. Ich könnte direkt rausgehen, aber ich speichere jetzt einfach mal hier, damit wir es ein bisschen schneller machen. Denn wir laden. Und wir laden das. So. Und ich denke, ich werde absichtlich jetzt mal kurz ein bisschen den Speed erhöhen. Kann ich ja machen hier. Einfach damit das jetzt ein bisschen schneller geht. Ich will nicht zu viel damit jetzt verbraten, dass ich jetzt hier kämpfe. Weil diese Kämpfe hier bringen mir jetzt nichts mehr, weil ich werde natürlich den anderen Spielstand wieder laden. Deswegen machen wir einmal das da. Und schauen jetzt, dass wir hier möglichst schnell durchkommen. Wo muss ich lang? Rechts, glaube ich, ne? So. Geht jetzt natürlich alles mega schnell hier, aber ist auch besser so gerade. Ach, verdammt. So. So. Da haben wir es nämlich auch bald geschafft. So. Gut. So. Die Sache ist die. What is it, Millie? Es ergibt mehr Sinn, mit dieser Partyaufstellung es zu lassen. Aber es gibt nur eine Möglichkeit, eine gewisse Videosequenz freizuschalten. Man hat ja am Anfang des Startscreens eine Videosequenz, die man sich anschauen kann. Und man kriegt diese Videosequenz nur auf diese Art und Weise. Das Wichtige dabei ist, man hat Mivell im Team und man hat Joshua im Team. Und man hat nicht Ash im Team. Ich bin mir nicht sicher, ob mit Joshua und Ash es funktioniert. Aber es funktioniert auf jeden Fall mit nur Mivell und Ash. Bei Joshua bin ich mir nicht sicher, ob sobald Joshua dabei ist, es nicht funktioniert oder andersrum. Looks like there's a featherfolk among them. Is she the wings? Eris. Huh? Aber ja, jedenfalls, wenn wir nämlich jetzt Joshua helfen. I know that.
Joshua. I know how you must feel, Joshua. Ach, verdammt. Jetzt habe ich es falsch gedrückt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder hier bin. So, entschuldigt. Da sind wir wieder. Und diesmal werden wir ihm helfen. Und dann passiert nämlich genau das hier. If that's what you want to do, I promise, I'll do all I can to help Joshua. Quit it, please! Shut up and move! My life's mission was to save my sister. She was all I had to live for. And now you're telling me just to leave Eris like this, my own flesh and blood. Well, you can go to hell. I'm gonna save my sister, and I'll sacrifice everything I've got to do it. Wait, Joshua. Eris, she's me. My brother, I am Eris. When the Crimson Shield took me away, one of his symbologist cronies brainwashed me and trained me as an assassin. I followed their orders to the letter, and I've caused the deaths of so many innocent people. Also war sie tatsächlich Nightwing oder wie auch immer es hieß. Deathwing. Sie war tatsächlich dieser Mörder, diese Assassine. I was seriously injured after botching the killing of a certain well-known symbologist. They left me on the street to die. That was when my repressed memories finally came back. I struggled terribly with the pain and the guilt of my crimes. I swore to myself that someday I would have my revenge against the Crimson Shield. It was the very symbologist I was sent to kill who retrieved me from death's door. By the time I recovered, I was faced with a difficult problem. If I remained a Featherfolk, I was in danger of being found and arrested. Are you right on that count? Many people witnessed a Featherfolk girl at the scene of the murders. Some of the rumors we heard identified you as Deathwing. The symbologist who nursed me back to health gave me a vital piece of information. He told me of a relic from the old race that allows you to transfer yourself into other bodies. That's what this is? Yes. I discarded my original self here and transferred myself into an old race body. Eris! Genau diese Sequenz. Würde man nicht freischalten, es sei denn, man hat so eine Aufstellung der Gruppe. I'm happy that I got to travel with Joshua and everyone else. There's a reason for all of this. Eris! What is it you're trying to say? What I'm trying to say, my brother, is that I know you can avenge our parents' deaths. But now, I'm afraid I'm a little tired. Don't touch. Wait a second, Eris! I only hope this will atone for my sins. Forgive me, Joshua. Eris! Eris! Get up, Joshua. If you don't preserve Mavel's Eris's memory, then who will? Let's go, Joshua. I apologize for making you worry. Let's go.
Ja, auf diese Art und Weise erfährt man das alles. Allerdings verliert man dadurch einen Charakter. Und ich bin nicht sicher, ob man diesen jetzt auffüllen könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch nicht das mit der Arena gemacht hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach zu Tenik könnte und diesen rekrutieren kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einfach hochgehen kann, nochmal nach Astral und Philia rekrutieren kann. Das werde ich alles aber nochmal ausprobieren und euch dann weiter sagen. Aber ja, normalerweise ich will nur kurz was nachschauen. Normalerweise, damit ich hier nicht Blödes sage. Okay, bin mir gerade nicht sicher. Ich will gerade nur was schauen. Tut mir leid, dass ich kurz da etwas länger brauche, aber ich will gerade. Ich mache mal einen kurzen Cut. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, ich werde es einfach nochmal ein bisschen rumtesten. Irgendwann später. Mach erstmal das Wasser nochmal. Ich werde den Spielstand hier mal kurz speichern. Und dann mal schauen, ob ich halt irgendwie noch jemand anderen rekrutieren kann. Rein theoretisch. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, man braucht auf jeden Fall Joshua. Also ich hätte gedacht, man darf Joshua eben nicht dabei haben, aber man braucht Joshua dabei. Ich könnte es sogar relativ einfach mal kurz testen. Warte mal, dann ich mache das mal kurz mit euch. So, wir haben nämlich jetzt hier natürlich die Möglichkeit... So, damit erstmal nach Sylvan zu rennen. So, das mache ich jetzt einfach, wie gesagt, in diesem Part noch. Und wir wollen dann nach Astral. So. Bei Other was. So. Die Frage ist halt jetzt, können wir jetzt vier vielleicht doch noch rekrutieren? Das wäre jetzt die einzige, die ich jetzt noch wüsste. Schauen wir einfach mal, ob wir sie nochmal irgendwo treffen können. Ist halt aber gerade nicht
Sophia ist hier. Okay, man kann sie nicht rekrutieren. Gut. Alles klar. Dann laden wir die Datei. Na, machen wir aber erst woanders. Wir speichern erst nochmal. Trotzdem. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Perfekt. So. Und dann laden wir. So. Okay. Haben wir das auch abgeschlossen? Das wollen wir hiermit eigentlich auch nur raus. Wie gesagt, man braucht Ashley und Joshua und Mavell im Team. Letzten Endes. Damit das funktioniert. So, jetzt können wir hier wieder normal spielen. So. Tut mir leid, dass ich das jetzt alles hier mit dem schnellen Durchrennen und sowas gemacht habe. Aber es spart einfach Zeit in dem Fall. Und es gibt sogar noch eine Sache, die ich jetzt testen will. Und zwar muss ich dafür nach Trop. Normalerweise könnten wir jetzt das Boot nehmen und damit eben in die Unterwelt gehen. Aber das möchte ich noch nicht. Sondern ich möchte erstmal hier links. Und nach Trop gehen. So. Denn ich kann mich daran erinnern, dass es hier eine Einzelaktion gab. Die ebenfalls sehr, sehr interessant ist. Ich weiß gerade nur nicht, wo genau die wäre. Ah, hallo. What are you guys talking about? Oh, hey, Roddick. We were just discussing how we'd classify my symbology. I've never seen you use anything besides offensive symbology, Captain. Can you use any healing spells like Millie? Millie here taught me some recovery symbology, but I'm just no good at casting it. Every person has their own set of symbology they're most capable of using. Like, I'm just not good with offensive symbology at all. Ja, ist schon ein paar gute Angriffszauber. In the first place. Never studied it either. What kind do you use, Elia? Meine Fäuste. Hmm. Well, no such thing exists on our home planet, so neither myself nor the captain have ever used it before. So you learned all the symbology you know here, Ronix? That's incredible. Really? Because he had a very talented teacher. Isn't that right, Ronix? Yeah. Huh. Wonder what kind of special training she gave you. You know, this and that. That's enough, Millie. Don't say any more. Was hast du da zu verheimlichen? Oh, why not? I mean, after all, I... Please, please, don't tell anyone about my training. Es ist ihm peinlich, aber warum? What did you do? What did I? Nothing. I didn't do anything. Just training. That's all symbology training. Then what are you trying so hard to hide? We're not trying to hide anything, really. No, no, no! Listen, Millie. You keep it a secret, and I'll buy you as many parfaits as you can eat. Parfaits? Ooh, I'm up for that. Sorry, people, but our training will just have to be our little secret. Captain, that's not fair. And don't you bring up this subject about our training anymore either, Roddick. Sorry, Roddick. Let's go, Millie. Okay. Was zur Hölle? Was habt ihr für ein Training gemacht? Captain, what on earth did you do? What on earth did you do? More like, what was he forced to do? Roddick traut Millie einfach nicht. Auch sehr schön. So, das war aber nicht das, was ich hier wollte.
So. Die Frage ist halt aber weiterhin, wo ist das, was ich suche? Aha, genau. Die Szene habe ich gesucht. Captain, don't you think it's pretty hot in here? No, not really. I've been feeling hot lately. What? Is something wrong, Elia? Captain, I... I hope it's not a fever. This journey must be tiring you out. Well, don't overexert yourself. I can't have you getting sick before we get back to Earth. Captain. Let's head to the inn. Can you stand? No, I'm fine now. Just had a little too much to drink. Oh, well, we should still get you some rest. I'm gonna go get some fresh air outside. Sure, but remember to get back to the inn soon, okay? Yes, Captain. Ach ja. How'd it go? I just don't think the captain sees me as a romantic possibility. Oh, that's not true. I don't know. Ronix was floored by you. Couldn't you tell? Really? He thought I was coming down with something. No, he's just embarrassed. Trust me, I know these things. Huh, I wish I were that confident. Oh well, I guess I'm just gonna have to wait for him to make the first move. Wait for him? Right. He still hasn't fully worked out the knots inside of his heart. I'm gonna wait until he has. Elia... Oh, I'm sorry to make you worry about me, Millie. Oh, no. I'm always on your side, Elia. I appreciate that, Millie. Ja, Elia hat versucht, an Ronix ranzukommen. Er hat es entweder nur nicht begriffen oder runtergespielt, aber... Ich war noch nichts weiter als eine Last für Elia die während des ganzen Zeit hier. Als ein kommandierender Offizier bin ich wahrscheinlich ein totaler Fehlschlag. Ach, das bist du nicht? Weißt du nicht, wie wichtig deine Präsenz für Elia ist? Ronix, ich meine, selbst ich kann das sehen. Ich weiß, aber ich... Ronix... Ich brauche mehr Zeit. Selbst wenn ich Elias Gefühle verletzen werde, ich muss etwas mehr Zeit verbringen und darüber nachdenken. Das ist okay. Ich denke, Elia würde das verstehen. Selbst wenn es eine Weile dauert. Tut mir leid, ich sollte wahrscheinlich nicht in deine Affären reinspringen. Ach, mach dir keine Sorgen. Danke dir, Rodic. Ja, Ronix wusste, was los ist. Aber wir haben ja erfahren, dass Ronix Frau, glaube ich, gestorben ist. Also er hat schon eine Frau und die ist halt gestorben und jetzt kann er halt sich einfach noch nicht überwinden,
und einfach in den Anführungsstrichen jetzt einfach zu Ilia zu gehen im Endeffekt, sondern er muss das erstmal herausfinden für sich selbst. Aussortieren, die ganzen Gefühle. Und dann gibt es noch eine weitere Privataktion, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich die aber jetzt schon triggern kann, aber ich hoffe mal schon. Ach ja, genau, und zu den, wo war das? War es in Eckdart? Ich glaube, es war in Eckdart. Zu Ronnex's Training. Soweit ich weiß, braucht man, also soweit man hier weiß im Starischen Universum, braucht man für Symbology gewisse Runen, die man auf seinen Körper tätowieren muss. Ich glaube, Ronnex hat inzwischen ein paar Tattoos. Und das ist ihm peinlich. Was anderes kann ich mir halt nicht vorstellen, was Millie sonst als Training-Methode gemacht haben soll. Er muss eigentlich Tattoos bekommen haben, damit er Sachen zaubern kann. Nehme ich an. So, auf jeden Fall die nächste Sache wäre hier. Perfekt. Denn Millie steht hier vor der Tür. We're right at the good part. Huh? What are you watching? Das sind übrigens drei Privataktionen. Die eine triggert sich in der zweiten Stadt hier auf dem Rogue, wo ich weiß gerade gar nicht mehr, was da war. Auf jeden Fall, da kann man die triggern. Dann in Drop halt. Die erste oder die zweite in der Bar. Und jetzt das hier ist die dritte in dem Bunde. Und wenn du die drei abgeschlossen hast, dann kriegst du ein spezielles Ende nochmal. Oh, nothing. Welches es ziemlich eindeutig macht, ja, was dann passiert. Oh, those are nice earrings. Very intricate design. I didn't think you'd be interested in these kinds of things, Captain. That's not what I said. I'll pass on them. I'm not sure they look good on me. You sure? Oh, jetzt fangen sie natürlich wieder das Klopfen an. Warum klopfen die jedes Mal? Es kann nicht sein, dass sie jetzt ein halbes Jahr lang immer wieder da an dieser scheiß Wand rumklopfen. Wenn mal irgendwas klopfen, um irgendwas aufzuhängen oder so, verstehe ich ja noch, oder um was umzubauen. Aber die klopfen da jetzt schon jahrelang. Also kein jahrelang, aber ein halbes Jahr lang schon mindestens damit rum. Was treiben die? Ich habe keine Ahnung. Ilya? You... Aber ja. I think these would look just fine on you, Ilya. Or am I being too pushy? Ronnex hat sie ihm gekauft. Hat sie ihr gekauft, die Ohrringe. Thank you. I love them. Und Ilya ist sehr, sehr glücklich darüber. Und plötzlich stehen alle drumherum. Nice! Ilya looks so happy. She does. It's great to see them finally going places for a change. Wie auf einmal alle da stehen und glotzen. Nice work, Ronnex. Who knows what would have happened if he hadn't bought those earrings? When did you get here? We'd better get out of here. Scram! Alle glotzen sie zu. Ach ja. Ja, das habe ich jetzt nochmal mitbekommen. Daran konnte ich mich sogar noch erinnern. Warum grinst ihr mich so an? Warum grinst du mich so an? Ja, das habe ich damals eigentlich immer gemacht, weil, wie gesagt, ich gehe einfach in jede Stadt normalerweise mit den ganzen Einzelaktionen. Und ich würde am liebsten immer noch mehr Einzelaktionen machen, noch mehr, so viel wie ich kann, dass ich halt wirklich in jedem Ort jede Einzelaktion habe. Auch um sie euch zu zeigen im Endeffekt einfach nur, aber die andere Sache daran ist wiederum, ich verbrauche dann natürlich auch ziemlich viel Zeit damit. Aber gut, das soll es dann erstmal gewesen sein für diesen Part. Und auch erstmal für diese Aufnahmesession. Ich habe ziemlich viel aufgenommen.
und zumindest viel dran gearbeitet. Ich habe ja einiges machen müssen offscreen. Aber ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir uns dann aufmachen. Und ja, uns dann Richtung Dämonenwelt aufmachen. Also, bis dann.